Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgens Jakob von den Frakta und ich bin in Cognition in Erica Re-Thriller Episode 1. Das ist ein Spiel, das habe ich irgendwann mal gekauft auf Steam. Ich kann euch jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, was das für ein Spiel ist. Ich weiß bloß, wenn da ein Thriller dran steht, ist es schon mal möglich, fallen mir spontan zwei Varianten ein. Es könnte ein Adventure sein, ganz klassisches, oder es ist ein Wimmelbild-Adventure. Interessant finde ich, wenn man das Spiel startet bei Steam, öffnet sich erst so ein kleines Launcher-Fenster. Da kann man mehrere Episoden eben auswählen, die man nach und nach dann wegspielen will. Und das allererste als quasi Intro ist ein Comic, ein PDF-Datei, die dann geöffnet wird. Das finde ich interessant. So was habe ich auch noch selten gesehen. Wollte es nur mal erwähnt haben. So, gucken wir mal, was das für ein Spiel ist. Okay. Ist was mit meiner Maus? Nö, außerhalb vom Spiel ist hier okay. Okay, nee, also mich wundert das gerade, weil meine Maus irgendwie ganz seltsam reagiert, wenn ich die hier so bewege, als ob ich sie hinter mir herziehen müsste. Ihr kennt das vielleicht so schleppend irgendwie, als ob man die so durch Brei ziehen müsste. Die Maus ist irgendwie, also die Maus ist nicht da, wo ich eigentlich erwarten würde, wo sie sein sollte. Dann hoffe ich hoffe einfach mal für das Spiel, dass es kein Hack'n'Slay oder Shooter oder sowas ist, sonst wäre das nämlich irgendwie ungünstig, wenn es. Gucken wir mal. Just hurry, John. I'm doing what I can. Did you call? Yes, I did. Drive faster. We'll save it, Erica. Das finde ich faszinierend. Die Grafik war wirklich wie in dem Comic. Das finde ich cool. Erica, wait for backup. Screw backup. They won't be here in time. We've got to find the Kane killer before he hurts Scott. Okay, es ist ein Adventure. Das ist ja ulkig. Okay. The gate is secure with a padlock. I've got no key, no time to get one. That won't work there. Why is this locked? The cemetery should still be open. They're about to close for the night. They must have locked this gate before some of the others. We can go around to the east entrance. No, we won't have time. Naja, so hoch ist die Mauer nicht, beziehungsweise über den Zaun kann man, über das Tor kann man auch locker klettern. Okay, aber wir sehen schon mal, es ist scheinbar, also es ist schon mal kein Wimmelbild-Adventure. Wir sind hier also in dem, jetzt ist halt die große Frage, sind wir in dem Point-and-Click-Adventure oder in einem klassischen, altmodischen Adventure, also nicht ganz altmodischen Adventure, aber eben eins, wo es jetzt nicht in erster Linie darum geht, ständig mit irgendwelche Gegenstände zusammenzustecken und zu basteln und irgendwie Lösungen zu finden. Ja, komm, Schneck, ihr Mädchen, hier, geh mal gucken. Was ist das jetzt? Hier, komm, gehen wir mal dahin. Von mir aus macht die so auf, ist mir wurscht. I can't open it with my hands and I don't have a key.
Vielleicht soll ich das aber ganz kurz erklären, bevor es hier irgendwie Missverständnisse gibt und mich irgendwelche Menschen für irgendwie für einen ganz üblen Sexist oder so halten. Ich wollte ja gerade eben, bevor ich mich noch versucht habe zu korrigieren, zu Mietsche, wollte ich so Schneckche sagen. Ja? Das ist aber nicht bös gemeint. In unserem Dialekt hier im Südwesten ist das einfach nur ein Ausdruck für eine attraktive, jüngere Frau. Das meint man nicht böse. Ja? Das ist auch nicht irgendwie abwertend oder sonst irgendwie gemeint, sondern ja. Bei uns sagt man ja auch Mietsche für Frauen, egal welchen Alters. Wenn die Frau jetzt schon 94 ist, ist es halt Altmietsche. Aber das meint halt keiner böse. Ja? Bei uns gilt eh gnadenlos alles für niedlich. Das ist fast so schlimm wie bei den Russen. In der russischen Sprache wird ja auch alles gnadenlos durch für niedlich. Die haben ja extra sogar entsprechende Grammatik dafür. Da gibt es sogar noch Verniedlichung von Verniedlichung. Gut, so weit gehen wir jetzt nicht ganz. Aber wir sind schon, sind ja schon ähnlich extrem. Bei uns wird dann fast alles in Sche gehängt. Ja, man fährt ein neckisches Autosche. Das ist ein niedliches Auto, würde man sagen. Wenn jemand so ein Smart fährt und der ist in besonders bunter Optik oder so, oder so ein, wie heißen die nochmal hier, diese kleinen Autos da von 500 Fiat? Fiat 500? Das ist so ein kleiner, so ein Stoppelhopse. Oder hier der Dingsbums von den Engländern. Dieser Tommy Kocher, wie heißt der nochmal? Der, also ganz kleines Auto, schweineteuer. Fällt mir der Name gerade nicht ein. Gab es sogar einen Film, wo sie irgendwie so einen Bankraub oder irgendwas mit diesen Autos durchziehen wollten, irgendwie sowas. Fällt mir der Name nicht ein. Und das sind halt, das ist halt kein richtiges Auto. Das ist ein Autosche oder Schüsselsche. Ja. Ja, die gibt sich aber auch Mühe. Was bist du denn du für ein Polizistin? Dreht sie ein, schieße uff, kletter über die Mauer, kletter über den Zaun. Alter Schlappe. Die stellt sich aber. Aha. Kann der sich nicht nützlich machen? Wir betrachten mal John. I know John's worried, but I can't wait until backup comes. Der steht du und hält Maulaffe feil und schafft nichts. Was ist denn das für ein Partner? I don't have time right now. Mount Auburn Cemetery. This is the place where that bastard told me Scott would be. He said to come alone, but John wouldn't let me. Das habe ich die Inschrift gar nicht richtig lesen können, aber stimmt, wenn es ein amerikanischer Friedhof ist, steht er wahrscheinlich drauf. Auf das sie ruhen für alle Zeiten. Anmerkung, sehen Sie einen der Toten hier rumlaufen, schießen Sie ihm in den Kopf, das ist ein Zombie. Melden Sie es der Bundesbehörde. So. That's John's car. Ist mir klar, dass das ein Auto ist, du Nase. Vielleicht hätte uns das irgendwie helfen können. Dass man hätte sagen können, jo, wir haben da irgendwie Spezialwerkzeug drin oder so. Das sind Polizisten, Herr Gottsacker. So, jetzt gucken wir mal. Wir kommen hier nicht weiter. Oh ne, das meine ich jetzt nicht. Zurück zum Fall. Auf jeden Fall finde ich interessant, dass das hier, dass wir hier so ein Handy haben, das kenne ich, wo war denn das? Das war auch ein Adventure. In irgendeinem anderen Adventure habe ich auch ein Handy. Ist das das gewesen mit diesem Geist, wo ich einen Geist als Partner habe? Auch so ein I don't have a reason to do that now. Oh. Achso, ich kann da gar nichts eingeben. Ich kann nur hier die so anklicken. Ah, der geht jetzt aber auch nicht drauf. Kann ich jetzt keinen Suchbegriff? What am I doing? Oh. That's not what I'm looking for. Vielleicht reagiert die Maus einfach nicht richtig. Die lässt sich eh so schleppe. Vielleicht ist die Maus auch verzögert. Es ist auf jeden Fall interessant, dass das Spiel mit der Unity Engine gemacht ist. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ja so eine Art Cell-Shading-Grafik, also Darstellung, die wir hier haben, von der Optik. Und wir haben ein Adventure und es ist, bis dato macht es eigentlich sogar einen guten Eindruck. Also ich bin ganz verblüfft. Spiele, die auf mich einen wirklich guten Eindruck machen und nicht aussehen wie aus der 0850-Rumpelkiste. Und mit Unity gemacht sind, die kann ich an einer Hand abzählen.
an zwei, wenn es die Hände von einem sind, der in einem Sägewerkschaft, ja? Also, bin begeistert. Ich habe eine Knarre, ich habe eine Dienstmarke, ich habe ein Handy. Ja, das haben wir schon festgestellt. Aha. Ja, soweit waren wir schon. Das, genau das wollte ich. Friedhof. Ich komme nicht rein. Ich muss irgendwie in den Friedhof. Auf den Friedhof. Das Spiel in England. Gut, das erklärt das schottische Auto. Gott. Dann schießen wir mal das Tor auf. I'm sure McAdams can't wait to hear what we're doing. I'll take the blame. Sure, that'll make it all better, especially since he took you off the case. My brother isn't there. I don't give a rat's ass what McAdams thinks. Right. Das wird okay, das ist so in England, die reden ja mit dem amerikanischen Akzent. Oh cool, wir visieren an. Ja, auf Schloss zu schießen macht aber eigentlich, ja gut. Probieren wir's. Jo, er ging. Hervorragend. Das finde ich aber toll, dass wir hier visieren, anvisieren. Mir gefällt das Spiel. So, jetzt ist es offen. Endlich, wo nach Zeit. Geh hin. Auf, nimm in den Friedhof. Nur Spaß habe. Uch, jetzt stell dich aber nicht so an. Nur weil es ein bisschen. Nach welchem Auswahlkriterium rekrutieren die Polizisten? Weichlich? Dümmlich? Du musst Papa fragen, wenn sie die Tür nicht aufkriegt. Was ist das denn? Ist eine Rückblende oder was? Ajo. Eine Vision. Sie ist ein Medium. Just my intuition. I guess. Weird. Rote Haare, Vision auf dem Friedhof. Sie ist eine Hexe! Sie ist eine Hexe! Verbrennt sie! Ah nee, warte mal. Anderes Spiel. Anderer Film. Ich könnte mir wirklich mal wieder Monty Pythons Ritter der Kokosnuss gucken. So. Mausoleum, Mausoleum, Mausoleum. Ah, hier ist ein Serienmörder. Wir behalten hier immer die Knarre in der Hand. Scott's not in there. I can sense it. Das ist großartig, dass du das fühlen kannst. Ich hätte einfach mal die Tür kontrolliert. Scott, please be... Echt jetzt? Okay. What the hell? John. This is definitely the Kane Killer's work. Ach, das ist nicht Serienausstattung bei allen Friedhöfen bei euch? Echt jetzt? Ich hab gedacht, das muss so. Die Kamera, der ist ja tot, sieht, wer zu Besuch kommt. Hello? Open this goddamn door. Scott? Reed, you gotta give us away. He doesn't know we're here already. I don't have time for his games. Großartig. You think he's watching us? Are you kidding me? The question is, how exactly did he set this whole thing up? I don't know. I hope we're still in time. There's something missing here. Let's take a look around. I'm missing something. That won't work there. Only read blood. What the hell does that mean? This has got to be the place. It's fresh and it's blood. John! Keep it together, Red. Vielleicht ist das auch ein Serienmörder, der einfach nicht das englische Wort für Red richtig schreiben kann, also für rotes Blut. Gut, ich gehe auf und aus, er will dir damit mitteilen, dass das Blut von deinem Bruder ist, aber... Scott's not in there. I can sense it. Sensationell. Das, soweit waren wir schon. Gucken wir mal den Engel an. Andererseits sind da Fußspuren, da soll es vielleicht nicht drüber latschen. Herr Schwede, was sind das für Polizisten?
Ich finde es schön, dass er eine Schaufel in der Hand hält. Ich bin mir relativ sicher, dass das ursprünglich nicht so gedacht war. Ja, die sacken ihm ab. It's cemented to the statue. I can't break it off with my bare hands. Ehrlich? Die haben einen ganz komischen Humor. John, you want to take a look at this? What is it? The statue's hand. It's holding a shovel. Since when are angels grave diggers? Someone put it there. But why? Seltsamer Humor. That won't work there. Did the killer place a shovel here? Hm. Da ist immer mal die Fußabdrücke und so als Polizist. Klar, es schifft ja auch wie Sau. Wenn sie ältere werden, werden sie weggespült. Nein, nein. Da wäre die alte Polizeiinspektion 1 aus der Da. I wonder. I could try using my intuition. It's always been good, but now that Scott's in danger, it's crazy strong. Not sure that I can trust it. Aha. Ist doch eine Hexe. I've had this weird talent since I can remember. I can see images from the past, from certain objects, by touching them and focusing them. I can always see a faint aura on the things I know hold visions. Okay, die Figur, der, was auch immer, ist hinter, also der junge Mann, würde ich behaupten, ist hinter das Mausoleum gelaufen. Okay, also rein von der Polizeiarbeit müssen wir schon mal feststellen, ist die unterirdisch. Der war die alte Polizeiinspektion 1 aus der ARD, noch effektive. Die kam zwar immer 25 Minuten zu spät, weil ich vorhin noch ein Leberwes weg irgendwo gekauft habe und kam schmatzend am Tatort an, aber selbst die wäre nicht über Fußabdruck drüber gelaufen. Dafür kann der hat seine Hexenfähigkeiten. Ist natürlich auch ganz geil. After I get my hands on this bastard, he's going to be busy reassembling his face. Ich finde es viel faszinierend, dass der scheinbar eine Schaufel in seine Jacke reingepasst hat. Ist das, also entweder war das dann eine gute Klappspade, oder der Typ hat irgendwie multidimensionale Tasche. So, aber dann sollten wir vielleicht mal dahin double. Ach, guck mal an. Ist bestimmt eine Bombe drin. Pack's erstmal. Someone must have left this here. Let's see. A hammer and a wire cutter. They could come in handy. Klar, warum nicht? Auf Einsacke. Das ist doch ein Zwischenfach. Ey, du Vollnase, da ist ein Zwischenfach, den Deckel, das kannst du doch anheben, da wo dieser schwarze Griff war. Da ist unten drunter vielleicht schon noch was. Someone must have left this here. Jetzt kann ich es nicht mehr bedienen. Okay, wir sollten anscheinend nur die zwei Sachen nehmen. Okay, ich sehe es ein. So, guck mal, was der Cognition noch so drauf hat. Ja, das sind die Fußabdrücke. Alles gut. Gucken wir einfach mal.
Okay, das würde man aber eigentlich am Boden sehen, wenn der gegraben worden wäre. Ja, Mädchen, da brauchst du aber die Schaufel von dem Engel. The Cane Killer was digging here. I can't dig with my bare hands. Doch, kannst du schon, aber es macht mehr Sinn mit der Schaufel. Wenn der Boden noch locker und offensichtlich feucht ist, können wir mit der Hand machen. Aber die will wahrscheinlich ihre Fingernägel schonen. Jo, dann würde ich sagen, kloppen wir mal mit dem Hammer die Schaufel von dem Engel. So, ja, mit der Knarre schießen wir besser mal nicht drauf. Wir nehmen mal besser den Hammer. Gehen das jetzt so? Ja, die Brosche, der Dings da. Nimm den Hammer. Auf, jetzt stell ich mir jetzt an, hämmer das Ding ab. It figures. I'm in a cemetery and the only shovel in sight is stuck in a marble hand. War ja kein Grab, war ja nur irgendeine so komische Statue. Da kann man ruhig mal drauf glauben, mit dem Hammer. An einem Engel auf dem Grab drauf rumzuschlagen mit dem Hammer, da kann man jetzt drüber streiten. Aber wenn es um Mord geht und so, dann kann man ruhig mal Verständnis haben. Oh Gott. Scott, please be alright. Also gesund sah der nicht aus. So, jetzt haben wir einen Spade. Jetzt gehen wir mal gucken. Wahrscheinlich hat er nur ganz klar in die Kiste vergraben mit seinem Zugangscode zu seinem Steam-Account und sowas. Aber vielleicht ist er was anderes. So. This shovel. I keep seeing Scott with that monster. Ach, jetzt machen wir keinen Schiss. Jetzt fang an zu buddeln oder lass halt John graben. Das kann ich auch mal nützlich machen. Da steht eh nur da draußen sich die Fußsohle platt. Ja, yeah, Diggi, mach dich mal nützlich. John, come with me. Sure, Red. John. What did you want? Du gräbst jetzt mal ein Loch auf dem Friedhof. What did you want? Achso, warte mal. Ich gebe ihm den Spade. John, will you take this and dig? I know there's something here. Boah, nee, die Schaufel gerade hergezogen. Ach, ich will's euch gar nicht wissen. And you take your coffee with two sugars and no milk? John, this isn't funny. Sorry. Yes, ma'am. What are you looking for? That. Ja, und was ist das? What is this thing for? Why was he hiding it? Ey, dann sag mir das ein. Sei aber froh, dass nicht der Kopf von deinem Bruder ist. What is that? I'm not sure. But I'm about to find out. Wenn es auf der einen Seite so Kreuzmuster hat, dann ist es wahrscheinlich ein Zugang für das Mausoleum.
Aha, Steinrad, alles klar, das wird der Zugang sein. Komm mit. Nee, halt. Nein, 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 bleib mal stehen, bleib mal stehen. Hier, John, komm mit. John has always been a great partner. Oh, er soll mitkommen, du sollst nicht bewundern. Ah, der kommt schon von allein, alles klar. Scott, please be here. Ja, ergänze den Satz, sei hier und lebendig. Gott. This must be the right piece. Here goes nothing. Erica, we should wait for backup. I may not have your intuition, but even I can see. This is a really bad idea. There's no time. Scott's life depends on me now. Vielleicht sollte sie ihre Knarre ihm geben, während sie das Ding dreht, sodass er zwei Pistolen hat und ordentlich Deckungsfeuer bolzen kann, wenn sie es aufmacht und da irgendeiner sein sollte. Idealerweise nette Bruder. Ach Mensch, ist die. What am I doing wrong? Come on, Erica, think. Ah, pass auf. Mach mal anders da. Du musst du. Do you know what that is? Looks like a pressure plate. Ja, dann. Stell dich hin. Jetzt. Erica, stop. John, let me do this. Mit dem Seitenschneider vielleicht noch das Kabel abhetzen können für eine Kamera. Whoa. It's a trap. Get out of there. Only read blood. Of course. He's watching us. And only my blood will open this door. That's ridiculous. He might not even be here right now. I'm not taking that chance. Step off that crazy thing now. You stay right there. Whoa, whoa, whoa. Red. Stay the hell back, John. Erica, think this through. He has my brother in there. My baby brother. I appreciate what you're doing, but step the fuck back because I'm doing this. Fine. Nachdem das alles geklärt wird, können wir jetzt bitte die scheiß Tür aufmachen. Weil sie rothaarig Hex ist. Ich find die echt. Hätte ich gerne mal ein Date. Rote Haare, grüne Auge, Hexensinne, großartig. Mit der würde ich gerne mal eine Flasche Wein trinken oder drei. Schöne Rotwein. Das ist mal eine großartige Frau. Ein bisschen bekloppt ist sie zwar auch. Und neigt zu Kurzschlusshandlung. Oh, Erica. I'm all right. Don't move. We're going to get this fucker. I promise you. Ja, wer hatte seine Dienstwaffe gezogen? John, are you okay? No, no, I'm fine. My shoulder. I'm fine. Erica! Scott? I have to get down there. Fast. I'll be alright. Oh, shit. Don't go in there, Red. He'll kill you. No. I'm going to kill him. Ah.
Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Wir haben hier zwei amerikanische Polizisten, die ohne Verstärkung einen Serienkiller auf einem Friedhof jagen, sich da relativ lange rumdrücken, ein Loch graben, dann eine Tür öffnen, die sich nur öffnet, wenn sie irgendwie jemand die Beine blutig schneidet. Der eine kriegt in die Schulter geschossen von jemandem, der offensichtlich entweder eine Selbstschussanlage installiert hatte, das erklären würde, warum er so scheiße geschossen hat, oder geschossen hat und ist dann weggerannt. Also ungezielt, schlecht geschossen, dann weggerannt, was auf einen Italiener hinweisen könnte. Und total unglaubwürdig sind nicht die Hexensinne, sondern dass das amerikanische Polizisten sind, die angeblich schon auf dem Weg zum Friedhof nach Verstärkung gefunkt haben und die ist immer noch nicht eingetroffen. So, gucken wir mal. Wobei, andererseits, ich könnte mal einen Cut setzen, gell? Ich habe euch bestimmt schon mindestens wieder ein paar 20 Minuten die Ohren abgekaut. Ich würde sagen, wir setzen hier unseren ersten Cut. Ich komme aber wieder her. Ich finde das ziemlich ulkig, das Spiel. Und auch gut. Hm? Also, falls ihr das jetzt nicht weiter verfolgen wollt, wie ich hier dann fröhlich vor mich hin daddel, machen wir hier mal unsere kurze Zusammenfassung. Was ist in Factor Games Archiv? Wir stellen fest, Cognition, Erica Reed Thriller, Dingsbums in Episoden unterteilt, ist ganz offensichtlich ein ganz klassisches Adventure, das ich würde es bei den Point-and-Click-Adventuren einsortieren, mit einer Cell-Shading-Grafik oder zumindest, also Optik, oder zumindest, also die Engine, die verwendet, ist ja die Unity, aber mit der Optik wie bei Cell Shading, finde ich auf jeden Fall ein schöner, interessanter Ansatz. Es erinnert mich dadurch so ein bisschen an die, na, wie heißen sie nochmal? Baphomets Fluch, oder im englischen Original Broken Sword Adventure-Reihe. Und die mag ich auch, die finde ich auch gut erzählte Geschichten. Schon etwas anspruchsvoller in Erwachsene erzählt. Und daran, wie gesagt, erinnert mich das gut, dass darauf könnte auch die herzhafte Flucherei hindeuten, dass es kein Adventure für Kinder sein soll. Finde ich gut. Mag ich. Also generell finde ich das bis dato zumindest gut erzählter, spannend erzählter, mit interessanten Ansatz, wie diese Hexen sind. Point-and-Click-Adventure. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Aber jetzt für alle, die jetzt nach diesem Video dann nicht mehr weiter gucken, was wir hier so treiben, machen wir einen Stempel drauf, ab ins Factor Games Archiv. Wir haben festgestellt, es gibt dieses Spiel, wir wissen jetzt, wie es aussieht, wir wissen jetzt, was wir jetzt zu tun und zu treiben haben. Großartig. Wir sehen uns wieder. Ich wünsche euch was. Macht's gut, bis bald. Tschüss.